Das ging gerade mal gut. Ganz, ganz knapp. Riskantes Vorgehen im Kampf gegen Narma, das Oberhaupt Oberägyptens. Sie haben uns mit den anderen Völkern, den Stämmen, den Herrschaften in Unterägypten zusammengeschlossen und haben ihm die Stirn geboten. Dem Diktator, dem Despoten. Das war sein Untergang, fast allerdings auch unserer. Wir haben kaum noch Soldaten auf unserer Seite, nur 170 militärische Mannstärke. Der Rest der Leute hat ins Gras beißen müssen. Und wir haben auch jede Menge Produktion, Luxusgüter und all die schönen Dinge des Lebens verloren, die wir so dringend brauchen. 4 neue Leute, die wir jetzt einsetzen können im Augenblick, die frei sind. Das soll meine Lehre sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Militär, denke ich mal. Das heißt, wir haben mit unseren 2 Kasernen, die wir im Augenblick haben, da kommen wir nicht aus. Wir sollten auf jeden Fall nochmal eine bauen. Die sind sehr, sehr teuer. Nicht nur im laufenden Unterhalt, sondern auch im Bau. Aber so kriegen wir das knapp hin. Eventuell kriegen wir auch noch eine 2. gebaut. Nein, das kriegen wir nicht hin, im selben Zeitraum. Wir haben 3 Leute, die im Augenblick nichts zu tun haben. Wir machen mal Folgendes. Wir haben ja alle Weiden besetzt. Ja, wir haben alle Weiden besetzt. Wir könnten noch bei den nächsten Technologien uns erstmal diese hier holen, das Nilometer, damit alle Getreidefelder und Flachsfelder mehr produzieren. Als Zwischenstufe zur hieratischen Schrift, mehr Kultur, aber das sollte uns wirtschaftlich extrem stärken. Habe ich mir mittlerweile mal überlegt. Und die 3 Leute, die wir im Augenblick haben, da würde ich doch ganz gerne zumindest hier noch eine weitere Weide errichten. Das kriegen wir knapp hin. Und die anderen beiden, mit denen ziehen wir los und entdecken noch ein bisschen. Das sollte nur Nil sein, das ist irgendwie langweilig. Aber vielleicht haben wir hier noch schöne Gebiete hier hinten. Da ist noch ein Dreiergebiet, das würde ich gerne aufdecken. Haben wir hier unten irgendetwas? Da in der Mitte ist auch noch ein Dreier. Wer weiß, was sich da Schönes verbirgt. Das sollte eigentlich noch so ein Anhöhefeld sein, auf dem wir Schönes machen können. Alles klar, okay. Eine Runde weiter. Eine fruchtbare Lichtung wurde abgeerntet. Die Savanne erblüht. 10% mehr Nahrung. Jede Runde, 5 Runden lang. Durch Regen, der uns wässert. Und schon merkt ihr, es regnet auch hier in der Welt. Und wir nähern uns allmählich dem Nilometer. Der Nilvorhersage. Der Vorhersage der Nilflut. Ein neuer Bürger. Sehr gerne. Und das ist das letzte Gebiet, ne? Das wir noch aufdecken müssen. Danach haben wir die ganze Karte entdeckt. Das hat doch so einen Wert für sich. Hier wurde eine Lichtung abgeerntet. Okay, hier ist Dickicht im Augenblick. Auf der anderen Seite sind Sümpfe. Hier ist noch ein Gebiet, das wir aufdecken müssen. Und eine Runde weiter. Cool, Weiden stehen und wir können gleich den nächsten Bürger uns holen. Na, das ist nicht gut. Die Vorfahren reisen mal wieder ins Totenreich. Immer dieser Ahnendienst. Und wir haben hier die Weiden errichtet. Das ist sehr schön. Sind jetzt bei plus minus null bei der Produktion. Koptos Kolosse, wie bitte? Ägypter begannen früh in ihrer Geschichte mit hartem Stein zu arbeiten. Sie erschafften zeremonielle Utensilien, Stelen und Statuen und andere Alliterationen. 3 herrliche, 4 Meter hohe Statuen des Gottes Min aus der Stadt Koptos sind die frühesten wichtigen kultischen Bauwerke. Min wurde als Schöpfergott verehrt und als Herr der östlichen Wüste. So, haben wir weiter noch Abwehr gegen Seth. Ja, noch ein Ereignis. Das heißt, die göttliche Gunst lassen wir mal stecken. Und holen uns den nächsten Bürger. Und gehen mit dem einfach nur mal. Also sind wir. Wir bleiben hier an Ort und Stelle, setzen den hier hin und bauen einfach nochmal Flachse oder Getreidefeld. Ich baue da Abwechslung, aber mein Flachsfeld hatten wir lange nicht mehr gemacht.
Kasernen stehen. Und 3 neue Gebiete auf einen Schlag erkundet, das ist cool. Wollen wir die Reihe mal nach mal durchgehen. Das sind die Kasernen, hier stehen sie. Und jetzt sind wir bei 16,8 plus bei den Kasernen. Das ist schön, aber ob das ausreicht, da bin ich mir nicht so sicher. Dann haben wir hier noch ein neues Gebiet erkundet. Eine Anhöhe, da können wir schöne Sachen bauen. Okay. Und hier vorne Nil. Oh, hier gibt es Nilpferde, die sollten wir gleich stören, töten. Und Krokodile, die sollten wir auch noch töten. Das ist ja unfassbar. Wen töten wir denn zuerst? Nahegelegene Felder und Gärten können zerstört werden. Autsch. Und Krokodile, da können sogar Bürger sterben. Die zu jagen 30% Erfolgschance bei den Nilpferden und bei den Krokodilen auch 30%. Fangen wir mal mit Nilpferden an. Dann haben wir noch dieses Gebiet hier, neu dazu. Antilopen hier, okay. Dann können wir die schon mal jagen. Und haben da noch einen Bürger übrig. Und ich check nochmal, ob wir wirklich alles aufgedeckt haben auf der Karte. Das fällt noch nicht. Aber sonst, ja, sieht gut aus. Das heißt, den letzten Bürger können wir dann auch einsetzen, um irgendwas irgendwo zu bauen. Und das könnte noch eine Kaserne sein. Die können wir aber nicht durchfinanziert bekommen. Mit der Produktion, das klappt erstmal nicht. Nee, mehr ist im Augenblick nicht drin. Irgendein schönes Gebäude, was wir im Augenblick nicht nutzen? Nö, sehe ich eigentlich auch nicht. Dann haben wir hier ein Getreidefeld oder noch ein Flachsfeld. Nilpferde tot, das ist klasse, dann können wir uns um die Löwen kümmern. Fangen wir mal damit an. Oh, die gesamte Nachbarschaft wurde erkundet, ja. Die ganze Karte aufgedeckt. Jetzt können wir auch weiter entfernte Gebiete erkunden. Start erstmal mit 23 Kultur in eine neue Spielphase. Da ist sie. Ja, so sieht sie aus, die große erweiterte Karte hier bei Egypt Old Kingdom. Einen Schritt weiter, das ist die Weltkarte. Ich scrolle mal raus und wir sehen jede Menge Fog of War. Und das ist anscheinend der Beginn des Nildeltas hier. Und wir können sofort an Ort und Stelle ganz viel aufdecken und erforschen. Wir holen uns erstmal einen weiteren Bürger natürlich. Und gehen dann hier hin. Schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Diese Länder unterwerfen. Flussaue. Jeweils 40.000 Bewohner produzieren jede Runde plus ein Produktion und ein Getreide. Es ist im Augenblick 1,3 und 1,3. Diese Ressourcen werden allerdings vom Fürstentum des südlichen Deltastammes eingesammelt. Autsch. Und das ist hier. Hier lebt ein unabhängiger Stamm von Landwirten. Verteidigung 532 Militär. Die kriegen wir ja nie und nimmer zusammen. Also mit Angreifen ist ja schon mal nichts. Was können wir machen? Wir können die untersuchen. Eine weit vorangeschrittene Gesellschaft. Wow, wow. 53.000 Menschen leben hier. 371 bekommen sie jede Runde dazu. Wahnsinn. Truppengröße plus 4 jede Runde. Wir haben plus 16 jede Runde. Das ist schon mal ein bisschen ermutigend. Beziehungen sind freundlich, das ist auch gut. Und sie produzieren verdammt viel. Wie können wir denn die Beziehung verbessern hier? Noch gar nicht. Können hier im Augenblick gar nichts machen, kann das sein? Wir gucken erstmal hier rein. Tutorial-Karte von Ägypten. Die Karte Ägyptens hat einen etwa 1000 Mal größeren Maßstab als unsere Stadtkarte. Wir vereinen wir nicht Stämme, sondern ganze Völker und Länder. Mit Hilfe der Marine können wir sogar zu anderen Kontinenten reisen. Cool, sehr schön. Wobei ich nicht glaube, dass es Australien sein wird. Gesamte Nachbarschaft erkundet, das wissen wir schon. Die Regionen Ägyptens haben eine Bevölkerungszahl. Je mehr Bevölkerung, desto mehr Ressourcen werden dort produziert. Diese Regionen liefern Einkünfte, nicht direkt durch die einzelnen Bürger, sondern als Steuern und Tribut. Wir können auch
einzelne Bürger und Militärstärke auf Ressourcen- und Militärexpeditionen in bekannte Regionen senden. Aha. Interessant. Das wollen wir uns gleich mal in der Praxis anschauen. Und zum Beispiel haben wir hier einen Bürger eingesetzt, aber der kann ja hier nichts reißen. Der wirtschaften ja, ich nehme den mal weg. Das verändert hier nichts. Wir können ja nichts machen. Gibt es irgendeine Aktion, die wir hier durchführen können? Keine. Wir müssen erst unsere Gebiete zu einem Stammesfürstentum vereinen. Was ist ein Stammesfürstentum? Ist das eine neue Spielphase oder ist das eine neue Technologie? Medizin? Hieratische Schrift? Glas? Master Bass, Kult lebender Herrscher? Staatskulte? Nee, das ist alles was anderes. Ja, dann ist das eine Spielphase, die noch kommt. Das heißt, wir sind zu früh. Kann das sein, dass wir zu früh hier angelangt sind, dass diese Phase des Spiels einfach noch kommt und dass wir vorher deshalb ja diese Aktionen nicht durchführen können. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist von hier aus aufbrechen und noch mehr entdecken. Zum Beispiel den Nil noch ein Stückchen raufzugehen, das können wir machen. Hier das Land erkunden, das können wir natürlich mit dem anderen Bürger auch machen. Und das machen wir auch. Wir gehen runter Richtung Mittelmeer. Hier wurden Flachsfelder gebaut, das ist gut. Papyrus wurde gesammelt, das ist auch gut. Den nehme ich erstmal weg, plus 1, 2 ist nicht so der Bringer. Neues Gebiet erkundet. Anhöhe, Flussau, hier könnten wir auch was bauen. Hier sind die Nilpferde getötet worden, okay. Dann wollen wir als nächstes mal die Krokodile angreifen. Und ja, wie gehen wir hier weiter vor? Ich denke, wir konzentrieren uns weiterhin auf das Nilometer. 390 Kultur brauchen wir dafür. Nächste Runde wird es der Fall sein. Abwehr gegen Seth immer noch da. Okay. Und wo stecken wir den nächsten Bürger rein? Wie wechseln wir auf die Weltkarte hier drüber, ne? Genau. Wir haben hier schon zwei erkundet. Das soll mir erstmal genügen. Ich gehe mal wieder zurück in die Heimatregion. Wir wollen stattdessen 18337. Wann können wir die nächste Kaserne bauen? 37 plus 3 Runden mal 8. Wir könnten, glaube ich, schon eine Kaserne errichten, indem wir hier hingehen und auf Kasernen bauen klicken. Minus 4,4 für 3 Runden. Das kriegen wir hin. Das funktioniert. Jetzt haben wir immer noch einen Bürger übrig. Noch eine Produktion durchführen. Einen Bauauftrag können wir nicht mit ihm. Wir können aber einfach nur irgendwas hier noch ein bisschen Produktion, noch ein bisschen Nahrung uns dazu holen. Okay. So machen wir das. Und nochmal eine Runde weiter. Flachsfelder gebaut. Das ist hier direkt an Ort und Stelle. Die Antilopen wurden getötet. Nochmal 10 Nahrung drauf. Nochmal ein Burger drauf. Und hier könnten wir jetzt das Dickicht roden. Können es aber auch sein lassen. Ich ziehe den erstmal wieder weg. Und können uns jetzt bei den Technologien das Nilometer freischalten. Das wollen wir jetzt aber wirklich genießen. Wir haben im Augenblick 14,7 an Nahrung und 0,8 an Produktion. Runde für Runde mehr. 14,7, 0,8. Und jetzt mit dem Nilometer. 17 und 1,9. Boah, okay. Ich dachte, das wären noch mehr. Aber auch das freut mich. Am Oberlauf des Nils wurden Gruppen von Steintreppen und Skalen, sogenannte Nilometer, gebaut. Flutdaten wurden schnell flussabwärts weitergegeben und Priester, die das Wissen vieler Jahre nutzten, machten eine Flutprognose, um eine funktionierende Bewässerung zu planen. Okay. Und jetzt haben wir zwei Bürger, die nichts zu tun haben. Jetzt können wir wieder bauen bei plus 1. Wollen wir in Häuser. Wir sollten Häuser bauen, damit wir weiter überhaupt expandieren können. Unbedingt. Können Sie den Bau von Häusern leisten? Hier ist eine Anhöhe. Minus 4 für 2. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Ja, das kriegen wir hin. Das funktioniert schon. Damit mache ich mir mal keine Sorgen. Und
dann haben wir noch zwei Leute, die setzen wir einfach nur hier ein. Und hier. Und gehen nochmal auf eine Runde weiter. Ja, ja, und? Zwei neue Gebiete erkundet. Schutz der Neid beendet, das war klar. Blütezeit der Savanne vorbei, weniger Nahrung. Jetzt wollen wir hier mal auch einen Bürger jeweils hinschicken und mal gucken, was hier eigentlich los ist. Oh, hier sind besonders tapfere Krieger. Es handelt sich. Das ist das Fürstentum von Buto, das einst uns als Bündnispartner angefordert hatte, als Narma uns angegriffen hat, der einzige Anführer, Truppenführer von Oberägypten. Auch wieder ein unabhängiger Stamm von Landwirten, ähnlich stark wie die davor. Freundliche Beziehungen. Und wieder können wir keine Interaktionen hier durchführen, wenn ich hier drauf klicke. Das war's schon. Und dadurch, dass wir den Tier haben, erwirtschaften wir auch nichts. Ich ziehe den wieder ab. Genau. Das ist irgendwie schade. Und das hier, ähnliche Situation. Das Volk Ägyptens heißt das nur ganz passiv. An uns aber sehr freundlich gesonnen. Dann wollen wir mal hier noch mehr aufdecken, da hinten. Hier schicken wir einen dorthin. Das ist ja das Nahegelegene. Wir wechseln nochmal zurück auf die Karte. Und weiter geht es, genau. Weil wir mittlerweile, wir haben, wie viel Seth haben wir noch Abwehr gegen Seth? Einen nur noch. Also ich will jederzeit einmal Abwehr gegen Seth noch machen können. Eine Abwehr gegen Seth kostet 16,5. Da wollen wir weiter erstmal ansparen. Cool. Ja, Kasernen und Häuser. Jetzt erwirtschaften wir 22 an Militär jede Runde. Das ist echt ordentlich. Häuser haben wir auch gebaut. Jetzt sind wir bei 47. Als neuem Limit können gleich den nächsten Arbeitertrupp uns holen. Das ist echt fein. Und wollen die Herrschaften auch gleich zur Arbeit einsetzen. 8-3, jede Runde dazu. Sollen wir noch eine Kaserne bauen? Ich denke nicht. Wir wollen erstmal weiter hier weiter noch mehr Felder errichten. Hier müssten wir erstmal Sümpfe trockenlegen. Das ist ein fruchtbares Land. Da ist da schon einer, ne? Genau, da war schon einer. Da wollen wir nochmal Getreidefelder draufsetzen. Dann können wir den letzten Bürger, den schicke ich ebenfalls hier hin. Und bauen nochmal ein Getreidefeld. Und hier bauen wir ein Flachsfeld. Könnten wir uns das leisten? Nochmal ein Getreidefeld hier hinzusetzen? 2 mal 7, 6. Ja, ganz knapp reicht das aus. Eine Runde weiter. Zwei neue Gebiete erkundet. Okay. Was? Nochmal einmal die Heimtücke des Seth gestoppt. Wir müssen ihn also sofort nochmal anbeten. Damit wir vor zwei weiteren Ereignissen geschützt sind. Wir verehren dich, Oset. Mal wieder zwei neue. Hoppla, haben wir jetzt gleich zweimal. Wurde doppelt angezeigt? Hatte ich noch zwei in petto? Habe ich irgendeinen Denkfehler gerade gehabt? Habe ich was übersehen? Weiß ich nicht. Jetzt wollen wir uns auch mal anschauen, wer hier oben ist. Aber wir können es einfach alles angucken. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Hier sind die zentralen Daten, stehen da ja. Da ist, da jetzt nochmal einen Bürger rüberschicken. Günstige Lage, Oberägyptenvolk, bla bla bla. Wir schicken einen Bürger hier hin. Wir wollen weiterhin die Randgebiete hier erkunden. Und das geht hier auch am schnellsten. Einen schicken wir dorthin. Könnten als nächste Technologie jetzt wieder doch in die göttliche Gunst investieren, damit das schneller geht. Falls Seth, aber wir haben so viel Seth jetzt auf Vorrat, Seth-Abwehr.
Wir machen das wirklich mal, dass wir jetzt hier hingehen, Wachstum 16 auf die 480 mal ansparen. 480, Kultur. Eine Runde weiter. Haben wir schon gerade, okay. Nächste Runde sind die ganzen Felder hier fertig. Nichts passiert, Sachen gibt's. So, ein Feld nach dem anderen, zack, zack. Flachs und Getreide, großartig. 16 Nahrung plus und 10,1 an Produktion plus, das ist echt gut. Wo können wir jetzt noch Felder bauen? Hier haben wir, glaube ich, alle schon voll gepflastert. Zumindest die obere Reihe, die untere, wo die Sümpfe sind, noch nicht. Hier haben wir einen einzelnen Bürger, der nur 1,2 holt, den ziehe ich mal raus. Wir können den Fluss noch gleich nutzen. Wir können vorher die Sümpfe hier trockenlegen. Hier oben in der oberen Reihe, hier gibt es noch ein Dickicht. Okay. Ja. Und was gibt es hier oben noch zu reißen? Gar nichts, das ist das Wadi. Hier können wir gar nichts bauen. Noch ein Wadi, 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 Wadi. Hier haben wir überall schon Weiden gebaut. Weiden, Weiden stehen ja überall. Hier haben wir einen Friedhof stehen. Hier stehen auch Weiden, alles bestens. Dann gehen wir jetzt tatsächlich an die unteren Gebiete ran. Viel gibt es ja nicht mehr, was man machen kann. Und kümmern uns mal hier um die Lücken. Das heißt, hier müssen wir ein Dickicht entfernen. Und machen wir daneben noch den hier. Oh, wir können einen neuen Arbeiter erschaffen. Roden das Dickicht, das bringt immer ein bisschen was. Nochmal eine Runde weiter. Wir decken noch mehr auf, okay. Und da, da glänzt etwas rot. Erkundet Asiaten. Was ist denn jetzt los? Sind das die Asiaten? Das Katzenvolk lebt hier. Und die mögen uns irgendwie nicht. Oder sind die einfach nur so rot? Mal gucken. Wir nennen die Menschen östlich des Nils Asiaten. Diese zahlreichen Völker besiedeln vorwiegend bergige Regionen im Osten der Savannen. Oh, wir bekommen einen kleinen Kulturschub dafür. Dafür, dass wir hier das Katzenvolk aufgedeckt haben. Ein Stamm von Hirten. Und jetzt sind wir auch nur noch bei den vier Rundenentdeckungen angelangt. Zweier Entdeckungen können wir kaum noch machen. Hier können wir den Nilverlauf weiter runtergehen. Und dann müssen wir uns langsam um die Vierergeschichten kümmern. Und hier war doch... Also es war ja so viel von Kana an die Rede. Können wir natürlich auch hier rausgehen und das hier erkunden. Das Vulkan an müsste wahrscheinlich hier sein. Gehen wir hier mal hin. Hier müsste das Land Kanaan sein, von dem so viel die Rede war. Und ansonsten sparen wir weiter an auf die hieratische Schrift. Und warten mal der Dinge. In der nächsten Folge geht es weiter. Viel erlebt jetzt. Zweite große Welt entdeckt. Bin gespannt, wie wir da mit den Völkern in Kommunikation treten können und wie wir da Politik und Krieg betreiben werden. Wird alles noch kommen. Eventuell ja schon in der nächsten Folge.